Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur neuen Hofgeschichte. Bei den letzten Hofgeschichten habt ihr ja einiges an Räumlichkeiten hier gesehen. Wohnbereich, den Stall, die Tenne und so weiter. Es gibt aber in diesem Teilbereich vom Haus noch Räumlichkeiten, die wir gewerblich nutzen möchten. Und wie es da aktuell aussieht, was der Stand der Dinge ist, was unsere Pläne sind und, das möchten wir euch heute in diesem Video zeigen. Deswegen folgt mir, hier geht's lang. Hier sind wir jetzt in einer recht schmalen Diele, aber das reicht trotzdem noch aus. Hier kommt man durch und hier ist direkt eine Tür. Dahinter verbirgt sich ein Badezimmer. Das ist ein Badezimmer, was vom Büro mitgenutzt werden kann, was auch von Gästen genutzt werden kann. Ist ganz lustig, es hat zwei Türen, ein bisschen unpraktisch. Das ist aber erst letztens gemacht worden, also ist noch nicht so lange her. Deswegen sieht das ganz hübsch aus. Können wir mal kurz reingucken. Dieses Badezimmer ist, wie ihr sehen könnt, gar nicht allzu alt. Ursprünglich war das mal mit dem Nachbarraum, den wir gleich sehen, dem Büro, ein großer Raum. Unser Vorgänger hat dieses Badezimmer eingerichtet und der Raum hat nebenan dadurch direkt die Anbindung ans Bad. Ich kann mir vorstellen, für einige Personengruppen, vielleicht ältere Menschen, ist genau das eine richtige Kombination gewesen. Also wir haben hier ein ganz einfaches Bad und nebenan ist das Büro. Das gucken wir uns jetzt an. Insgesamt ist dieses Bad eher klein. Okay, wenn ich es jetzt vergleiche mit unserem vorherigen Haus, das ist etwas größer. Aber insgesamt ist das, glaube ich, die kleinere bis mittlere Größe. Wirklich ungewöhnlich ist, hier ist die zweite Tür. Ihr seht auch, die ist hell, die andere war dunkel. Und hier geht es ins Büro, in die Steuerungszentrale. Kommt mal mit. Willkommen in der neuen Steuerungszentrale. Das hier ist das Büro vom Gartengemüsekiosk oder das wird das neue Büro werden. Hier muss noch gestrichen werden. Ein provisorischer Arbeitsplatz ist schon hier eingerichtet. Das ist der von meinem Mann, also vom Gärtner. Der hat gerne einen festen Arbeitsplatz. Ich habe lieber einen mobilen Arbeitsplatz. Und in unserem Büro sieht es so aus, dass es noch neben Regalen und so eine Couch gibt, wo ich zwischendurch zu Besuch kommen kann, dass wir zusammenarbeiten können oder auch Meeting machen können. Wie gesagt, hier wird noch gestrichen. Das ist jetzt provisorisch. In euren Kommentaren haben wir die Frage öfters mal gefunden, wer gehört denn alles zum Garten-Gemüse-Kiosk-Team? Ja, das möchten wir auch beantworten in diesem Video. Die ganzen Videos, die ganzen Fotos, das Videoschneiden und auch den ganzen Garten, also die ganze Gartenpflege und das Logistische, das machen wir alles komplett selber, also mein Mann und ich. Lediglich bei der Saatgutabfüllung und beim Versand, da haben wir Leute, die uns unterstützen und da sind wir auch sehr dankbar für. Aber alles drumherum machen wir selber. Also es steht keine Agentur dahinter, wir haben keine Social Media Leute angestellt oder irgendwie so. Das ist das Garten-Gemüse-Kiosk-Team. Jetzt möchte ich euch noch ein bisschen was zu diesem Raum erzählen. Also vom Boden her haben wir die alten Dielen, die lassen wir auch drin, das finden wir ganz schön so. Dann haben wir hohe Decken, das ist auch ganz wunderschön. Hier ist eine etwas modernere Tür, was wir an den Scharnieren hier sehen können. Auf der anderen Seite, dieser Raum hat nämlich auch zwei Türen, gibt es eine alte Tür. Die zeige ich euch jetzt. Die ganz alten Türen hier im Haus kann man an den Scharnieren hier erkennen. Die ist schon, würde ich sagen, ganz gut erhalten und wackelt nicht und sitzt gut. Wenn ihr euch fragt, wo es mit dieser Tür hingeht, da geht es in unseren Wohnbereich. Das haben wir schon mal abgefilmt, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen. Ansonsten findet ihr das in der Playlist zu unseren Hofgeschichten. Von der Steuerungszentrale vom Büro geht es jetzt wieder in die Diele, wo wir vorhin waren. Und da sind noch ein paar Räume, die ich euch auch noch zeigen möchte. Ein Badezimmer mit zwei Türen ist natürlich ein bisschen ungewohnt und vielleicht auch ein bisschen unpraktisch. Sprich, wenn ich da zur Toilette gehe, dann muss ich zwei Türen abschließen. Aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen drin gewöhnt, dann ist das auch okay. Insgesamt ist das sowieso das Haus der vielen Türen. So viele Türen, wie es hier gibt, habe ich vorher noch nie gesehen. Jetzt geht es in die Richtung weiter. Tada! Diesen Bereich nennen wir die Wirtschaftsdiele und hier hinter dieser Wand versteckt sich die Tenne, die habt ihr auch schon gesehen. Und unseren Forschungen nach muss das vorher auch noch zur Tenne gehört haben, so wie das früher war. Auf dieser Seite hier waren es, ihr seht schon hier, da war mal eine Tür drin. Hier hinter waren zwei Räume, also zwei Kammern oder zwei Wohnräume. Denn ganz früher gab es ja auch noch Landarbeiter oder Knechte oder Mägde, die im Haushalt unterstützt haben. Das heißt, hier gab es zwei relativ kleine Räume, die dann als Wohnraum genutzt worden sind. Wenn wir hier auf dieser Seite schauen, also unser Wunschtraum vielleicht vorneweg, wir träumen davon, dass wir
die Wand wieder ein bisschen begradigen und dann auch so ein typisches Tor vielleicht einbauen können, wenn die Tenne dann auch als schöner Raum genutzt werden kann. Aber das ist in der Prio ziemlich weit hinten, gehört aber noch auf die Liste Träume und Wünsche, die man ja auch nicht vernachlässigen darf. Ganz spannend ist, hier in dem Raum stehen zwei Truhen, wirklich diese alten Truhen, noch mit Schlüssel dabei, mit schönen Details, Buchstaben sind darauf zu finden. Und diese hier, ich mache die mal auf, die ist auch ganz schön schwer und da muss man aufpassen, dass man sich nicht die Finger einklemmt. Hier ist leider kein Schloss mehr verbaut, hier ist auch schon ein bisschen repariert worden. Und was ganz spannend ist, so eine Truhe hat immer an der Seite so ein Brettchen, das stellt man hoch. Und dann ist der Deckel fixiert und man muss es nicht halten. Auch diese Truhe hat ganz viele Details und Verzierungen und schreibt, ja, zeigt uns Geschichte. Schaut euch das mal an. Ich habe da so einen Respekt vor und ich finde das so toll, wie die Leute früher das Holz bearbeitet haben, wie schön das ist und wie das auch erhalten geblieben ist. Auch hier stehen verschiedene Buchstaben drin und auch Zahlen, zum Beispiel 1754. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Hochzeitsschrank, den wir in der Roomtour von unserem Wohnbereich hatten. Da steht 1774 drauf. Das ist ganz spannend. Und auf der anderen Truhe ist auch eine Zahl. Da gucken wir jetzt mal zusammen nach. Auch diese Truhe hat ein paar Ziffern neben den Buchstaben und Ornamenten. Hier steht Anno und dann steht hier 1797, also schon noch eine andere Zahl. Hier stehen auch noch verschiedene Buchstaben drin. Vielleicht können wir das ja mal ablaufen mit der Kamera. Manche Buchstaben kann man erkennen. Ein N, was ist das? Vielleicht ein A, ein R, ein Y, E, B, noch ein E, ein Y, ein N. Und hier, da steht doch Meier, oder? Guck mal, Meier, Meiers. Diese Truhe hat auch noch ein intaktes Schloss dabei, da ist auch ein Schlüssel dabei. Ihr Lieben, was habt ihr gelesen und habt ihr vielleicht selber so eine Truhe zu Hause oder habt es schon mal gesehen? Könnt uns was darüber erzählen? Das wäre total super. Schreibt uns das gerne in die Kommentare, forscht ein bisschen mit uns zusammen mit. Das freut mich ungemein. Neben der Truhe ist hier die Tür von der Wand, die erstmal ins Telefonhäuschen führt. Ihr seht schon, die Klinken sind hier überall gleich und von hier aus schaut euch das mal an. Die Errungenschaft Telefon. Hier muss früher das Telefon gestanden haben. Da sind auch noch die Leitungen dazu. Ich stelle mir vor, das Telefon kam. Es zog auch in diesen Haushalt ein. Hier war das Telefon, vielleicht noch ein Bänkchen oder ein Sesselchen. Und dann konnte man hier schön telefonieren. Von hier aus geht es weiter in die Tenne. Aber das habt ihr in dem Video ja schon gesehen. Deswegen gehen wir zusammen zurück in die Wirtschaftsdiele. Somit wisst ihr, wo diese Tür hinführt. Und diese Tür? Na, was meint ihr? Den Raum habt ihr auch schon gesehen. Dahinter ist unsere Küche. Die war auch zu sehen in der Roomtour vom Wohnbereich. Die mache ich jetzt nicht auf. Wenn euch das interessiert und ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut euch gerne mal das Video dazu an. Es gibt noch eine Tür hier in der Wirtschaftsdiele. Die ist auf der anderen Seite. Diese Tür ist auch dunkel gehalten. Wir haben auch hier überall die gleichen Dekore im Glas, auch hier die gleichen Klinken, sehr einheitlich, auch schön groß. Also die Tür ist nur dieser Teil hier und auch wieder so gestaltet, dass möglichst viel Licht durch die Räume eben reinfließen kann, gerade weil das der Innenbereich ist. Dahinter liegt unser Flur und die Diele vom Wohnbereich und von da aus geht es dann auch ins Wohnzimmer und Schlafbereich und die anderen Räume eben. Hier direkt daneben ist auf dieser einen Seite ist der Keller, da gucken wir auch gleich mal rein. Und auf der anderen Seite steht noch ein Schrank, das ist auch ganz interessant, der muss auch recht alt sein, denn da oben finden wir noch die Inschrift, also die Initialien H und B. Und ich denke mal, das sind die Initialien vom Erbauer, der das Haus damals auf die Beine gestellt hat. Hier auf dieser Seite sehen wir eine recht große Treppe, da werden wir auch gleich in diesem Video zusammen mal hochgehen. Aber bevor wir hochgehen, gehen wir zusammen runter. Denn hier ist die Tür in den Keller. Klack, komm mit. Die Treppe ist ziemlich steil. Hier sind wir jetzt im Keller. Naja, 1,80, 1,90, 1,85 vielleicht. Das ganze Haus ist nicht komplett unterkellert, aber es gibt in einem Teilbereich einen Keller, in dem wir jetzt hier sind. Ich finde das schon ziemlich cool, dass es überhaupt einen Keller gibt, denn das ist gar nicht so typisch für diese Art von Haus.
Hier drin ist es auch ziemlich kühl und wir sehen mehrere Räume gleich im Anschluss. Hier direkt daneben, da haben wir einen Heizungsraum und da ist natürlich auch eine Ölheizung noch drin. Wir haben es schon gelesen in den Kommentaren und ihr habt absolut recht. Wir werden dieses Haus auch energetisch sanieren. Was es im Endeffekt dann wird, die schlussendliche finale Lösung, die werden wir euch auch vorstellen. Da sind wir noch in Überlegungen und auch eben in Gesprächen. Es gibt aber in diesem Keller nicht nur die Ölheizung, also die Tanks dafür, sondern es gibt auch ein paar Regale, die darauf Aufschluss geben, dass hier früher vielleicht Kartoffeln oder Eingemachtes oder auch Äpfel gelagert worden sind. Schauen wir uns mal an, wo die Heizungsanlage ist. Und alle, die unter 1,80, über 1,80 groß sind, müssen sich bücken. Hier seht ihr schon die Regale, von denen ich eben gerade gesprochen habe. Vielleicht kennt ihr sie ja oder von Oma oder so. Erzählt uns gerne mal in den Kommentaren, was ihr da alles schon drin gesehen habt. Ansonsten sehen wir in diesem Raum die gewölbte Decke, die wir auch im Stall haben. Wir haben den Brenner von der Heizung noch hier. Wir haben noch einen Warmwasserspeicher und auch noch so einen Teil fürs Brunnenwasser, wo die Pumpe angeschlossen ist. Also ein ganz funktional eingerichteter Raum. Aber es ist nicht der einzige. Es geht da in die Richtung noch weiter. Das machen wir der Vollständigkeit halber auch noch mit. Licht aus. Hier hinten haben wir noch die Tanks von der Ölheizung und einen leeren Raum. Na komm, das gucken wir uns auch noch an. Hier in diesem Raum riecht man es, okay, ihr riecht es jetzt nicht, aber wir können das hier riechen. Hier sind die Öltanks drin und ein weiter. Das hier ist der hintere Bereich von dem Keller, hier endet es dann auch. Interessant ist die Aufteilung. Es gibt hier einen Raum, der so um die Ecke geht, wie so ein L, auch mit so einer Schiene dran. Wer weiß, wofür das früher genutzt worden ist. Und dann gibt es hier, wo ich jetzt stehe, auch noch so eine kleine Abgrenzung. Ich weiß ja nicht. Jetzt ist die Ölheizung da, aber früher wurde ja mit Kohle geheizt. Vielleicht war das der Platz dafür. Was meint ihr denn? Schreibt uns gerne in die Kommentare, was eure Erfahrungen sind oder auch was eure Ideen sind. Wir gehen jetzt zusammen die Treppe hinauf und schauen mal, wie es oben aussieht. Das ist nicht eine schicke Treppe. Hier wurde richtig schön handwerklich gearbeitet. Der Handlauf ist total perfekt. Es ist in sich stimmig. Es hat so ein bisschen, ja, ihr seht es ja selber, so den Gutshauscharakter, den der letzte aktive Landwirt hier noch reinbringen wollte. Die Treppe führt nach oben ins erste Obergeschoss oder in den Dachboden. Und ein Teil davon ist früher ausgebaut gewesen. Wir gucken uns jetzt an, wie es da oben aussieht. Ganz schön groß die Treppe, ne? Kuckuck. Hier oben sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben hier den gleichen Boden wie im Büro auch. Und direkt hier an dieser Seite ist ein Raum, der ist soweit fertig ausgebaut. Den nutzen wir aktuell auch. Kommt mal rein. Diesen Raum hier hat unser Vorgänger auch schon benutzt, als sein Büro benutzt. Und wir verwenden ihn aktuell ja, als provisorisches Gästezimmer. Hier ist weiß gestrichen, hier ist ein Fenster drin, ein Dachfenster eingebaut. Das ist super praktisch. In den großen Plänen wird es hier wahrscheinlich auch nochmal umgebaut. Natürlich erzähle ich euch auch gleich was dazu. Aber aktuell erstmal ist es ein Raum, den wir hier noch nutzen können. Wir gehen jetzt nochmal um die Ecke und jetzt wird es spannend. Hier seht ihr schon eine Tür und einen Vorsprung. Das ist ein Kamin. Vielleicht ging das damals nicht anders. Und von hier aus geht es jetzt in eine, ja, ich denke mal, es war ein Wohnbereich. Ich erzähle euch gleich, was es vielleicht gewesen sein könnte und vor allen Dingen, was wir uns wünschen, was es in Zukunft sein kann. Kleine Stufe. Bisschen anders, funktioniert aber auch. Hier oben ist ein Bereich, der vielleicht vorher als Wohnung genutzt worden ist, könnte ich mir vorstellen, denn es gibt 1, 2, 3 Räumlichkeiten, es ist eine Heizung, es sind mehrere Heizkörper verbaut, die Fenster sind aus der gleichen Zeit wie die, unten aus dem Wohnbereich. Und ihr seht schon, es ist ein bisschen einfach in die Jahre gekommen. Wir werden das jetzt nicht einfach nur renovieren und sagen, okay, hier wäre der neue Wohnbereich, sondern unser Wunschtraum ist es tatsächlich, Ferienwohnungen hier bei uns zu integrieren. Da müssen wir uns einmal ein bisschen die Daumen drücken, denn da gibt es noch einige Auflagen und Hürden, die genommen werden wollen, damit das überhaupt funktionieren kann.
Diese Wand hier trennt die Wohnung oder den Wohnbereich und den Heuboden. Sprich, früher, bevor die Wohnung hier gar nicht da war, war der Heuboden, so denke ich mir das zumindest, bis vorne an die Frontseite von dem Haus existent. Und dann hat man sich wahrscheinlich gedacht, wir brauchen mehr Wohnraum, mehr Platz und das Ganze ausgebaut. Man sieht es hier noch, hier war früher eine Katzenklappe. Da konnte die Katze direkt auf den Heuboden und sich ihre Mäuschen holen. Den Heuboden werdet ihr auch noch sehen in einem separaten Video. Und jetzt schauen wir nochmal in die anderen Ecken, wie es hier aussieht. Da hat man mal so ein bisschen Eindruck, vielleicht auch von dem Wohnstil, wie das früher mal aussah und was wir dann alles noch rausnehmen müssen. Ein Stück weiter, wir sind in einem neuen Raum, ein wunderschönes Grün. Ich finde es immer ganz spannend, wie verschiedene Zeiten auch verschiedene Einrichtungsstile und natürlich auch Geschmäcker haben. Hier oben sehen wir diese weißen Platten, die habe ich auch schon öfters mal gesehen. Aber was spannend ist bei diesem Raum, unser Zeitzeuge, den wir an der Hand haben, der liebe Christian, der hat uns erzählt, dass hier oben auf dem Boden früher nicht nur Heuboden war, sondern hier war auch früher eine Räucherkammer, wie das früher eben auch so üblich war. Das spricht, wenn es mal gebrannt haben sollte, dann sind die Leute damals natürlich erstmal hoch zur Räucherkammer und haben alles gesichert und rausgebracht, damit das, ja, das Gut, die Lebensmittel erhalten bleiben und gerettet werden können. Also hier, ehemalige Räucherkammer. Ihr seht den Raum, vielleicht war es mal ein Schlafraum, ich weiß es nicht. Hier sind noch ein paar alte Steine zu sehen, so ein paar Lappen, wie das eben ist. Hier sind noch Aufräumarbeiten zu tätigen. Hier oben ist es eigentlich richtig, richtig schön. Man hat einen wunderbaren Ausblick. Wir können direkt in den Hausgarten gucken, wo früher die Schweine rumgelaufen sind, die Hühner, die Obstbäume dabei. Ab und zu fliegt hier mal ein Storch vorbei. Und die Fenster sind auch die gleichen, wie sie unten im Wohnbereich sind, nur dass sie hier jetzt etwas kürzer gestaltet sind. Hier oben gibt es nicht nur die zwei Räumlichkeiten, sondern daneben ist auch noch ein Raum, beziehungsweise anderthalb. Vielleicht ein Schlafzimmer mit Ankleideraum, ich weiß es nicht genau. Das Aufräumen, wie ich es eben erwähnt habe, wird natürlich hier nicht ausreichen. Wir werden hier ja alles rausreißen, neu gestalten. Und wenn ihr uns die Daumen drückt und ja die Götter mit uns sind und es alles gut klappt, dann soll in der Zukunft hier ein neuer Raum entstehen, beziehungsweise Ferienwohnung oder Gästezimmer, so dass der Hof mit neuem Leben gefüllt werden kann. Also drückt uns die Daumen, die können wir auf jeden Fall alle gut gebrauchen. Jetzt gehen wir nochmal zurück, zusammen runter in die Diele. Ihr Lieben, das war unsere Roomtour zu den Räumen, die wir gewerblich nutzen wollen. Mit einem Blick auf die Historie, auf die Geschichte, auch auf Möbelstücke, die hier zu finden sind. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und wir freuen uns auch unheimlich auf eure Kommentare. Es ist so schön, wie ihr mitfiebert, wie ihr Teil seid, wie ihr teilnehmt. Das ist richtig, richtig toll. Wenn ihr Lust habt und neu seid auf unserem Kanal, hier werden wir weiterhin Videos zeigen, was hier auf dem Hof passiert, wie es sich weiterentwickelt in unseren Hofgeschichten. Wir haben aber nicht nur Videos zum Thema, wie entwickelt sich unser Hof, sondern eben auch, wie bauen wir bei uns erfolgreich Gemüse an. Da seht ihr Videos in unserem Klassikgarten, wo wir von der Aussaat an den ganzen Weg über bis zur Ernte dokumentarisch mit der Kamera begleitet haben und auch einige Tipps und Tricks dabei haben, wie das bei uns gelingt und wie es eben auch bei euch gelingen kann. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch mehr sehen möchtet in Zukunft, einfach ein Abo dalassen. Und zum Weiterschauen haben wir auch wieder was verlinkt. Einmal hier oben unsere Playlist mit den ganzen Hofgeschichten, die sich so nach und nach füllt. Und hier unten unsere Playlist mit den ganzen Gartenrundgängen, wo wir seit vielen Jahren dokumentiert haben, wie es bei uns im Garten läuft, wie es sich entwickelt und wie wir erfolgreich Gemüse anbauen. Ich wünsche euch viel Spaß bei euch auf eurem Hof, bei euch in eurem Garten. Bis zum nächsten Mal.